Hey und willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Craft Attack 7. Heute wieder Livestream und heute haben wir auch eine ganz feine Folge. Separat aufgenommen, keine Livestream-Aufnahme. Ich versuche es ein bisschen abzuwechseln. Ich hatte eigentlich vor, mal Schmiede mir zu machen, die mir coole Rüstung verkaufen können. Mit dem Grindstone können wir die Enchantments runterziehen und dann kann ich die Dia-Sachen auch in dem Shop mit anbieten. Das wird, glaube ich, richtig geil. Und dann lege ich auch direkt mal los und ich, ja, was sehen meine müden Augen denn da? Jemand, der ganz witzig eine Falle für mich bauen will? Da ist aber nicht viel Platz oben tatsächlich, weil das ist direkt unter der Decke hier. Ja, da hat wohl jemand eine Falle mit Observern hingebaut. Wenn die Tür sich bewegt, passiert da was. Aber Sparky entschärft. Okay, auch mit Wasser und TNT runtergesetzt. Ja. Kann man mal machen? Muss man nicht machen. Nein, Sparky, wenn du nicht weißt. Erstens, TNT explodiert nicht in Wasser. Zweitens, Bilder fallen bei Explosionen ab. Drittens, du bist cool. Viertens, sorry, habe ich dich erschreckt. The Joecraft. Nein. Die Falle war offensichtlich. Auch gut. Ja, dann würde ich mal sagen, mache ich das Wasser mal weg. Zunächst mal die fünf Dinge, die habe ich bestimmt schon irgendwann alle mal gezeigt. Beziehungsweise das TNT, dass ein Wasser nichts kaputt geht, das ist natürlich klar. Aber warte mal, habe ich hier einen Eimer drin, oder? Also, das Ding wird entschärft, bevor überhaupt irgendwas passiert. So. Jetzt kann ich ein Schild dranhängen, hat nicht funktioniert, LG Spark. Das mache ich jetzt. Ich hänge ein Schild dran, hat nicht funktioniert, LG Spark. Oh ja! Never mess with a Spark, Joe. Ja, das ist echt gut. Ich mache jetzt ein Schild dran, hat nicht funktioniert, LG Spark. Ja, übrigens, wenn ihr für weitere Videos informiert bleiben wollt und mal mitbekommen wollt, wenn was Neues kommt. Würde es mich freuen, wenn ihr nicht vergesst, den Kanal zu abonnieren, weil dann alle Videos in der Abo-Box. Vielen Dank, wenn ihr dran denkt. Das hilft mir echt extrem. Okay, hat eine Kiste hingesetzt. Wenigstens etwas. Aber. Er hat es getestet. Ich dachte gerade schon hier. Das ein Item-Frame. Das ist ein extra Item-Frame. Wo ist das denn her? What? Wo kommt denn das andere Item-Frame her? Hä? Hier waren doch nur 6 Kisten. Ich hatte die gecraftet? Sind aber auch nur 5 Items. Ja, Joe, dann reparierst du doch einfach gleich direkt, wenn du was kaputt machst. Ja, dann würde ich mal sagen. Cleanstone drin. Dann machen wir hier das hin, ja. Cleanstone kommt dann nach hier. Ja, Sand dann nach hier. Ist das normal, dass der Sand so aussieht? Jungle Planks, ja. Das kann ich wieder wegmachen. Okay. Aber Erde fehlt noch eine. So, aber wo kommt das dritte? Wo kommt dieses eine extra Item Frame her? Hatte sich das aus meinen Kisten gemopst? Oder vielleicht sind die keine Angel oder weggefallen. I don't know, aber ich habe ja hier die Sachen neu sortiert. Ja, ihr wisst, also Craft Attack geht immer heiß her. Es wird auch in Zukunft noch weitere Folgen geben. Wo soll das eine oder andere am... Ne? Und so. Pass mal auf, ich tue mal das raus. Ich muss mein Inventar erstmal ganz kurz entleeren. Das mache ich eben mal. Und ich schmeiß mal hier die ganzen Sachen raus. Sekunde. Sieht ein bisschen gegrieft aus hier, die Bude. Aber nehme ich mal die Observer mit. Hier hinten muss ein Cobblestone hin, den ich auch wieder nicht dabei habe. Hole ich mir nochmal und dann packen wir das Schild einfach mal da dran. Also ist eigentlich, ich muss nicht jetzt, oder macht keinen Sinn, das auch unbedingt dahin zu packen, aber passt halt jetzt, wenn die Schilder noch da bleiben, dann kann ich einfach dranhängen. Hier. So, dann einerseits, hier kommt wieder ein Cobble hin. Observer nehme ich mal mit. So. Dann bauen wir hier zu. Dann nehmen wir die Tür. Setzen wir von außen wieder dran. Und machen das hier alles weg. Dann kommt hier das Schild dran.
hat nicht funktioniert. LG Spark. Perfekt. So. Das ist mal wieder perfekt. Oh Mann, hier unten dieser Zwischenraum. Naja, ausgeleuchtet ist er ja wenigstens, aber dann. Ja. Bauen uns hier einmal hoch und machen einfach hier so zu und dann ist alles wieder repariert. Gut, wenigstens etwas. Aber gut, das steht und dann zum Eigentlichen. Ich brauche kurz ein paar Blöcke zum Bauen, idealerweise Erde, weil wir werden jetzt gleich den Villager rauskarren. Dies, das, Boot habe ich dabei und dann können wir loslegen. Als Schmied. Ja, ich... Plünderer sofort hier die Teile. Wie machen wir nochmal ein Smithing Table? Verdammt. Ich kenne die ganzen Rezepte nicht auswendig von den neuen Tischen. Irgendwas mit Eisen wette ich mit dir. Achso, genau. Show all und dann hier rein. Ein Blast Furnace brauchen wir. Und ein Smithing Table brauchen wir. Genau, sagt zwei immer. Und wir brauchen noch ein Grindstone, ne? Genau, und das sind die Materialien, wie man die Teile macht. Und Smithing Table geht auf jeden Fall mit Eisen. Blast Furnace ebenfalls. Und Blast Furnace, ich habe hier noch ein paar neue Sachen noch reingemacht, ne? Ins automatische Lagersystem zum Rausfiltern. Brauchen wir das hier. Dann nochmal einen normalen Furnace. Dann brauche ich Clean Stone Slabs. Und wir brauchen jetzt auch Sticks. Und dafür muss ich Holz holen. Also bei Holz, wie gesagt, ist es so ein Ding, da habe ich meistens nie genug von. Und deswegen lohnt sich das nicht irgendwie in das System von reinzuschmeißen, aber dann zeig doch mal hier einen Ofen. Ja, dann ein Blast für, das ist okay. Dann ja, einen Grindstone, würde ich sagen. Den müssen wir jetzt auch gleich hinkriegen, wenn wir hier Slabs haben. Wo haben wir es denn? Zwei, oh, komm schon. Ich komme da immer durcheinander. Zunächst mal Smithing Table, geht halt mit Holzplanken, brauchen wir aber auch zwei Stück von. Check. Blast Furnace bräuchte eigentlich auch zwei Stück von, nicht Genie. Nee, warte, das ist ein Smoker. Blast Furnace ist wieder vorne. Genau, wir brauchen ja zwei von jeder Sorte. Und dann der gute alte Grindstone, da ist er doch auch schon machbar. Wunderbar. Da haben wir hier von dir was. Gut. Sechs Villager sind insgesamt. Bett steht schon oben. Ich muss da nur die Workstations reinschieben. Und dann haben wir das. Und weil ich jetzt so gut organisiert bin, alles, was ich hier vorne rausgenommen habe, kann ich direkt wieder reindroppen, was zu viel ist. Fein, ja, eigentlich reicht das hier auch. So, und das Eisen auch noch tierisch. Okay, gut. Und jetzt heißt es wieder, zombifizieren, umwandeln, dies, das, bla bla bla. Und irgendwie den Villager halt dann im Boot da oben reinkriegen. Geht meistens nur bei Nacht, weil bei Nacht suchen die sich das nächstgelegene Bett. Aber... Zombie steht, alles klar soweit. Dann können wir mal hier mit Erde zumachen. So, hier vorne kann ich aufmachen. Und dann führen wir mal einen Villager hier rein. So, oben, da sollte ganz gut passen, sollte auch nichts rauskommen. Achso, ja, ich habe wirklich alles hier gut hingekriegt. Und ja, dann genau, geh mal raus, ja, 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 tu es, nein. Jetzt will er wieder nicht rausgehen. Ja, perfekt. Wunderbar. Und jetzt müssen wir den noch irgendwie wieder nach hier vorne kriegen. Ihr kennt's ja. Der wird jetzt nach hier drüben geschwemmt. Dann können wir den Eimer hier wegnehmen. Dann machen wir hier zu. Und dann muss ich einfach nur noch hier hinten hintippen. Und dann wird er da reingeschwemmt. Oh, perfekt, Leute. Perfekt. Ja, oder fast perfekt. Der weigert sich natürlich jetzt wieder, aber... Okay, das sieht gut aus. Und dann kann ich den einmal wieder einsammeln. Und werter Villager, jetzt bist du erstmal dran. Du wirst zombifiziert, beziehungsweise... Jein. Jein. Wir machen mal zuerst ein Blast Furnace hin und wandeln ihn um. Dauert jetzt wahrscheinlich wieder ein Sekündchen, bis er das rafft, dass er sich den Job nimmt. Oder wir werden es demnächst so machen, dass die Villager direkt schon da drüben umwandelt, aber eigentlich sollte der den erkennen. Ich müsste eigentlich ihn dann als Job haben, locken und hier so viel freitraden, bis ich dann zufrieden bin mit den Tauschangeboten. Wollen wir hoffen, dass er was tut. Muss aber eben kurz warten, bis er sich jetzt umwandelt.
Okay, Leute, wir machen es anders. Das dauert so wahnsinnig lang. Also ich habe hier, glaube ich, zu viele Fässer insgesamt. Ich denke mal, ja, die Bodenfässer ist die eines Tages nochmal abbauen werde. Das Problem ist, es dauert sehr, sehr lang, bis Villager ihren Job finden, weil die wahrscheinlich nach sämtlichen Blöcken in der Umgebung gucken und dann erst ihren Beruf auswählen. Und das macht es gerade echt schwer. Ich habe jetzt einfach den Blast Furnace hier vorne reingesetzt. So, bis ich jetzt hier den Schmied habe. Das ist ein Armorer. Sehr gut. Und den würde ich jetzt einmal traden, dass er auch Armorer bleibt. Dann habe ich ein Problem weniger. Also auch meinen Eisenhelm, egal was es ist. Wunderbar. Und jetzt können wir den einfach nach drüben eintüten. Oh mein Gott, das hat echt gedauert, bis der sich jetzt hier gewandelt hat. Aber jetzt heißt es halt, dann ein bisschen rumprobieren, bis ich den jetzt eingetütet krieg. Ja, ich weiß, du bist gerade am Arbeiten. Gerade wenn du ausnahmsweise mal nicht arbeiten solltest, bist du am Arbeiten, okay. Und dann fahren wir einfach hier raus. Fahren den hier hin. Ups, das ist natürlich jetzt gerade etwas suboptimal. Okay, das geht. Ich muss mal hier oben ein bisschen freibuddeln. Ich befürchte, dass die Villager nämlich ansonsten Schaden nehmen. Aber, so, Werther, du behältst jetzt schon mal deinen Job bis in alle Ewigkeit. Besten Dank. Dann mache ich gleichermaßen hier einfach zu. Besten Dank. Dann setzen wir den Wassermelden. Okay. Jetzt reden wir doch schon mal eher. So, dann machen wir hier wieder mit... Komm schon mit Glas zu. Alles klar. Und jetzt können wir ihn natürlich zombifizieren. Möge die Verwandlung beginnen. Hau ihn. Mach ihn kurz. Achtung. Schnips. Bam. Und jetzt, oh jo, gleich einer mit Rüstung. Alles klar. Nehme ich mal mit. Dann schieben wir den nach oben. Mach ich zu. Baue ich mich auf. Und hier ist jetzt unsere Heilung. Und ich vermute mal, dass dieser Villager jetzt mehr als einen Trank fressen muss, weil die Rüstungsangebote sind teilweise sehr teuer. Und ja, dann würde ich mal sagen, eigentlich bräuchte ich irgendwie eine Eisentür oder irgendwie was, was mich immer durchbauen muss. Das ist immer noch besser als früher, aber... So, jetzt gehst du von oben ran. Hallo, hallo. Schwächetrank. Goldener Apfel. Bam, bam, bam. Sehr gut. Ja, ich liebe es, wenn der Plan funktioniert. Also mit dieser Umwandlungsmaschine ist das jetzt 30 Millionen Mal einfacher. Hallo Zombie, dreh dich mal zu mir. Ich brauche noch ein Thumbnail. Besten Dank. Bisschen besser noch. Okay, jetzt heißt es kurz warten, bis er sich verwandelt hat. Na, gucken wir mal, wie günstig es geworden ist. So Leute, let's see. Der ist jetzt erstmal umgewandelt. Dann gucken wir doch mal, was er so im Angebot hat. Würde ich sagen. Und zwar, er tauscht jetzt nur noch einen. Ja, das heißt im Klartext, wir traden erstmal ein bisschen frei. Okay, das war jetzt natürlich mal wieder ziemlich schlecht. Inventar voll, die Emeralds sind rausgefallen. Ne? Was mache ich mit diesen einen? Ne? Ja, ich schmeiß die mal hier raus. Komme ich denn jetzt an meine Kohle wieder ran? Ah, ich weiß wie. Entweder Wasser mal wieder setzt und mich dann mal wieder hier hinlauf. Okay, das passt ja. Und jetzt kann er ja nicht rauslaufen und deswegen... ja, kann ich wieder zubauen. Okay. Soweit. So gut. Und jetzt gucken wir, als was er sich freischaltet. Noch als gar nichts. Hat nicht gereicht. Jetzt müsste er sie aber freischalten. So, eine ganze Crab kommt mal mit raus. Dann alles nur ein Emerald gerade. Aber, ah, ich kann Eisen verkaufen gegen... Ja gut, ist halt, ne? Jetzt nicht so der Wahnsinn, aber mache ich gerade mal. Also Eisen ist... Ja, wir haben zwar tonnenweise, aber wenn es um Emeralds geht, habe ich ja sowieso schon eine unendliche Quelle, ne? Also die unendliche Quelle ist halt die Eisengolem-Farm und... die Bücher-Farm. Und dann muss ich dafür nicht auch noch die Eisengolems nutzen. Das Eisen können wir für alle sämtliche andere Zwecke dann verwenden. Aber cool. Super viele verschiedene Möglichkeiten, irgendwie an Zeug zu kommen. Das ist schon echt nett. Also ich werde ihn jetzt mal ein bisschen weiter hochleveln noch. Perfekt. Ist er schon maximal hochgelevelt. Dann trade da mal. Ja, genau. Er tauscht Dias gegen Dings. Dann kann ich auch noch ein paar Schilde kaufen. Zack, das reicht auch schon wieder. Dann ist er auch schon wieder voll. Mhm, dann können wir das hier, ne, das hier mal wieder raustun.
Okay. Und dieser hier, ah, es hat gereicht, ihn nur ein einziges Mal zu zombifizieren und zu heilen. Das ist doch mal geil. Apropos, ja, ich kann hier noch mal ein bisschen was holen. Er kriegt noch eine Stufe. Und zwar, dann hole ich auch noch mal Schuhe und Schuhe und Schuhe. Noch mal eine Stufe, wieder gesperrt. Okay, und jetzt müsste er sich noch einmal freischalten, ein weiteres Mal. Was hat er jetzt noch im Angebot? Ein komplettes Dia-Set. Einfach. Einfach ein komplettes Dia-Set. Also, man kann sich jetzt wieder streiten wegen Enchantments. Gut, Featherfall ist schon mal nicht verkehrt. Aber dieser Villager muss nicht nochmal zum Zombifizierten geheilt werden. Das heißt, der ist fertig. Ja, nö, das ist hier stabiler Trade. Einfach ein stabiler Trade. Mach ich einfach mal. Gut, so, dann wird er jetzt mal eingedütet. Und zwar in ein Boot. Wieder, also ich lasse ihn hier rauslaufen. Und dann fahre ich den da vor. Und was sagt die Nacht? Die Nacht sagt, ich muss mich beeilen, Leute. Ich muss mich beeilen. Beeilen, 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 beeilen. Gut, ein Boot. Wo ist das Boot? Da ist das Boot. So, dann können wir hier aufmachen, ne? Und ihn auch hier rauslassen. Dann können wir einfach mal das Boot hinsetzen. Und ja, da kommt schon wieder der Jaggi raus. Perfekt. Dann fahre ich mit dem hier raus. Guck mal, das läuft doch richtig smooth. Jetzt hier die. Oh ja. Die ekelhaften Villager-Umwandlungen, die laufen jetzt richtig, richtig smooth. Der kriegt dann Blast Furnace reingedonnert. Ich würde sagen, die Armorer stehen rechts und links oben drin. Davor und nicht hinten in der hinteren Reihe. Es sind ja sechs Shops, die ich reingebaut hatte. Und dann fahre ich den einfach mal wieder hier hin. Dann steigen wir gerade mal aus. Dann mache ich auch mal ganz kurz hier einmal außen rum. In der Hoffnung, der Dude rafft das und läuft jetzt richtig rein. Und nicht wieder zu seinem alten Bett zurück. Ach, stopp, ich muss nach oben gehen. Genau, mache hier ein Ding auf. Komm schon, laufen. Ja! Oh mein Gott, der ist sofort gerafft. Oh mein Gott, perfekt. Legt sich rein. Wunderbar. Dann her mit dem Blast Furnace. Also der alte steht bei ihm noch, aber der kriegt jetzt hier den neuen. Ah, nee, ich baue den alten erstmal ab. Gut, aber. Das ist doch mal nett. Das neue Bett hat er anerkannt. Das ist gut. Dann geht's hier durch und ich habe meinen Schmied fertig. Und ich habe jetzt praktisch unbegrenzt Dia-Rüstung. Ich kann mir eine Diamantrüstung für einen einzigen Emerald ertraden. Eine Diamantrüstung für nur einen einzigen Emerald. Wisst ihr, wie geil das ist? Habt ihr überhaupt eine Ahnung, wie geil das ist? Leute, das ist OP. Das ist so wahnsinnig OP. Ich kann jetzt tonnenweise Sachen in meinem Shop anbieten, ne? Ich kann tonnenweise Sachen da anbieten. Ich weiß gar nicht, wofür ich noch einen zweiten Armorer brauche. Also die hat ein bisschen geswitcht eigentlich mit ihren Angeboten. Überlege ich mir noch. Ich war mir überlegen, einfach zwei Waffenschmiede, zwei Armorer, dies, das zu machen, ne? Aber, brauche ich auch noch einen zweiten jetzt? Weil der hat ja schon alles. Der hat wirklich alles, ein komplettes Set. Einfach ein komplettes Set hat der. Da bin ich aber sprachlos, du. Ja, ich würde den dann erstmal so belassen und eventuell noch weitergehen. So, Waffenschmied ist jetzt das nächste und sowas, ne? Da würde ich mal sagen, stelle ich auch gleich schon mal ein Smithing Table rein, damit wir es mit dem nächsten Villager machen können. Hier müssen wir mal vorankommen. So, Weaponsmith. Oh, warte mal ganz kurz. Hä? Sekunde. Warum bist du gerade auch Armorer? Hier steht gar kein Table mehr. Ah, wahrscheinlich, weil ich den anderen weggefahren habe und der rafft das jetzt da drüben noch. Okay, pass auf. Dann machen wir was anderes. Machen wir ein Smithing Table mal hier hin. Und hoffen wir, dass wir nochmal einen anderen erwischen und erfischen. Aber der ist ohne Witz Armorer. Das, ja. Ich werde die Workstations nochmal abbauen, wieder hinsetzen. Aber ich glaube, die brauchen noch kurz ein, zwei Minuten, bis sie wieder arbeiten können. Ah, ja. Hat er freigeschaltet? Nein, hat er noch nicht, aber bald. Das hier ist der sinnlosste Trade ever. Dia gegen Emerald. Andersrum fände ich geil. Also wäre sogar noch günstig. Also ein Emerald für den Dia. Würde ich ja machen, einfach weil ich hier schon viel bessere Rabatte habe. Ohne Witz, alles, was der tauscht, einfach nur eins. Eins, 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 eins. Der wird komplett reduziert. Komplett. Aber warum schon nach einem Trade? Ich hätte gedacht, dass man.
Ja, wenn die sowas 29 Emeralds kostet, dann mit einem Rabatt mal auf 14 ist oder sowas. Und dann nochmal auf 6 und nochmal dann auf 1 oder irgendwie sowas vielleicht, aber das ist ja schon ziemlich heftig. So. Jetzt habe ich hier fettes Rüstungsset, was theoretisch ja, geendgrindet werden kann und dann, ne? Grindst und drüber gut ist. Kommt mein Shop rein. Kommt einfach in den Shop rein. Und wo passt das denn am besten hin, so von der Anordnung? Ja, ich will das auch eventuell mit nach hier hinten machen. Also Kisten habe ich tatsächlich. Ja, ich hole mal eben Fixkisten. Oder weißt du was, das Einsortieren kann ich immer noch machen. Ich habe jetzt gerade hier keine oder vielleicht hier drüben. Ja, da wäre okay, wäre noch welche gewesen. Nevermind, dann mache ich das doch jetzt. In der Zeit darf sich der Dude Zeit nehmen, seinen Beruf zu wechseln. Eins, zwei, drei, vier, würde ich sagen. Und die Item-Frames halt entsprechend. Ja, ich weiß, I know, dies, das. Aber gehen wir einmal rüber. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Sehr gut. Ruckelt mal ein kleines bisschen, weil hier die Chunkboarders sind. In dieser Kiste Helme, Chestplate, kommt hier hin. Helm einfach nach hier. Ohne Witz, ich kann mir einfach so mal eine Kiste Equipment ertraden. Einfach mal eine Kiste an Dia-Sachen. Und zwar von jeder Sorte. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ach, immer diese Chunk-Grenzen, wo ich hier durchlaufe. Da leckt's immer. Des Todes. So, die letzte Kiste kommen die Schuhe rein. Genau, hier kommen die Hosen rein. Und natürlich werde ich noch aufstocken. Also ich werde Stück für Stück freitreten, aber Leute, ein Emerald für eine Dia-Rüstung. Oder vier Emeralds für eine komplette Dia-Rüstung. Das ist doch. Ach du Heilige. Das dürfte aber echt keinem erzählen, ne? Das dürfte keinem mal wieder erzählen. Das ist ziemlich, ziemlich juicy. So, dann gucken wir rein. Hat sich der Villager wieder zurückgesetzt? Wo ist der Waffenschmied? Nirgendwo. Hallo, Leute. Ihr dürft jetzt gerade mal. Ne, und so. Ihr dürft, ihr sollt, ihr könnt. Pass auf, dann tu mal. Oder zweiter Toolsmith. Dann mach mal hier einen Grindstone hin. In der Hoffnung, einer von denen rafft's. Und wandelt sich um. Warum haben sie. Haben den Beruf nicht angenommen? Haben sie alle keinen Bock zu arbeiten oder was? Armorer, schaltest du deine Angebote frei? Hast du den Blast Furnace anerkannt oder nicht? Nein, hat er nicht. Er erkennt den Blast Furnace noch nicht an. Er muss noch ein paar Mal gesetzt werden, damit er ihn anerkennt. Braucht manchmal ein Weilchen. Früher oder später macht das aber dann hoffentlich. Und das ist halt so ein bisschen schwierig mit dem Pathfinding hier und dem. Machen und so. Komm schon. Ja, der erste. Das ist ein Weaponsmith. Ja, ich würde sagen, Weaponsmith, du wirst es mal bearbeitet. Dass du Weaponsmith bleibst. Und jetzt bist du rausgebotet und ausgebotet und ausgelotet. Kriegen wir den irgendwie, komm schon, irgendwie rausgeschoben. Also wenn die Villager da sind, ist das mit dem Boot platzieren ein bisschen schwer, die anderen. Komm schon, do it. Jetzt habe ich schon wieder Boot. Boot. Boot backt mal wieder weg. Diese Sache mit den Booten einfach, ne? Kriege ich einfach mal, komm schon, raus hier. Ich kriege ihn nicht raus. Ich kriege ihn einfach nicht raus, mal wieder. Do it. Ich kriege ihn einfach nicht raus. Ich kriege ihn einfach nicht raus. Ich fummel ein bisschen rum, ich kriege ihn raus. So, Thema wieder abgehakt. Dann das Boot mitnehmen. Den einsammeln. Wasser setzen. Und okay, ich gebe es zu, ich habe hier nicht richtig zugebaut. Das muss ich nämlich in der Tat hier machen. Jetzt aber. Ja, so machen wir das hier. Einmal eingetütet. Das wird auch sehr, sehr nice. Er wird dann jetzt Dia-Schwerter verkaufen. Die würde ich ja auch noch mitnehmen. So ist ja nicht, ne? Gut, und dann kommt wieder übel hier Schalter dran. Oh nein! Der Zombie killt meinen Villager.
Sowas aber auch. Das geht ja auch mal wieder gar nicht. Aber. Dann sind wir auch. Warte. Kiste. Dann sind wir doch direkt wieder am Start. Und warten auch wieder, bis das Ding fertig ist. Dann würde ich sagen, kurzer Schnitt und wir gucken mal, wie denn so die Angebote ausfallen. Jo, und dann gucken wir doch mal rein, was der so kann. Und wir haben auch gerade wieder Nacht, das heißt, eventuell können wir den gleich direkt noch mit umtüten und das passt alles. Aber dann her damit und ja, wir gucken einfach mal, so. So, klappe ich hier mal ein bisschen auf, ne, die ganzen Eisenäxte. Auch wenn ich streng genommen die eigentlich jedes Mal dasselbe, ne? Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich die rausdroppen kann, aber. Ich werde es gleich noch einsammeln. So, Wetter wieder. Schalte dich einfach mal frei. Okay, 8 Emeralds für eine Glocke. Das ist die Sache hier. Aber Weaponsmith, hier, nehm mal ein bisschen. Genau, nehm mal. Nimm mal. Nimm mal und schalte mal frei. So, ja. Journeyman ist er gerade. Oh, Flint. Ich kann ein bisschen Flint loswerden, tatsächlich. Also ist echt nicht verkehrt, die Trades hier mal. Oh, ich hab's auch seitlich rausbekommen. Man muss immer die letzten Trades benutzen, um ihn möglichst effektiv freizuschalten. Die oberen Trades geben nicht immer so viel Punkte. Und dann hol ich mal ganz fix Flint. Gut, dann einmal traden. Ja, das geht super schnell jetzt mit dem Freischalten. Was haben wir denn hier jetzt im Angebot? Okay, ein Emerald für eine Dia-Axt. Ja, dann. Jetzt reden wir doch schon mal eher. Oh, Eisenaxt hier hinten. Ich habe die immer. Ich dachte, die hat alle rausgekriegt. Efficiency, Fortune ist ja erstmal wurscht, aber. Jo, hole ich mir direkt mal noch eine. Es gibt ja noch super günstig extra raus. Aber immer nur 3 Stück, ne? Immer nur 3 Stück, dann ist finito. Ich brauche gar nicht mal so viel Flint. Komm, traden wir auch nochmal. Gut. Dann schaltet er sich wieder frei. Ein Dia-Schwert, auch nur für einen. Ja, das haben wir schon. Ich weiß gar nicht, warum ich den anderen. Ob das. Mending gab es immer noch für. Immer nur für einen, ne? Ob wir den zweimal geheilt hatten oder nicht, das hat jetzt nicht zur Sache getan. Mending war immer noch. Immer für einen Dia zu bekommen. Also noch günstiger macht er dann immer keinen Sinn. Also ist er schon Master? Ja, er ist Master. Also das ist sein Maximum, was er haben kann. Das Dia-Schwert hat halt Sharpness 1 drauf und das geht aber eigentlich auch vollkommen klar. Ja, den packe ich jetzt mal ein und wir tüten ihn rüber, würde ich sagen. Und zwar so lange, wie ich ihn noch zum Schlafen kriegen kann gleich. Gut, dann wieder Boot setzen, aufklappen. Diese Lianen da oben, ne? Diese Lianen da oben einfach. Ja, komm mal raus. Kommst du raus, habe ich gesagt. Ja, genau, fahr mal hier durch. Dann das Boot rein, dann auch hier wieder. Direkt raus paddeln. Guten alten Boot hier. Was würden wir ohne die machen? Tja, der Weaponsmith, warum wollte ich schon mal 2 von jeder Sorte machen, wenn ich doch sowieso die Enchantments runtergrinde? Vielleicht kann ich ja die Slots nochmal für was anderes nehmen. Vielleicht kann ich da Librarians reinpacken, die coole Verzauberungen noch, also so Kampfverzauberungen machen. Dorn, nur Protection oder so. Damit man das nicht per, ne, damit man das als fertiges Buch bekommt. Vielleicht geht das ja noch. Dann würde ich sagen, hier ist der Armorer, Weaponsmith. Komm, ich pack den mal hier rein. Soll ich mal zügig entscheiden. Geh. Geh nach oben. Tu es. Ja, er tut es. Er tut es. Das ist noch schon mal ein Fortschritt. Und wenn alles gut geht, wird jetzt gleich der Tisch abgebaut. Und dann haben wir das schon. Gut, mache ich jetzt noch. Und der nächste Villager ist mal anders nochmal dran, würde ich sagen. Ich bedanke mich auch schon mal an der Stelle fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Folge ist wieder ein bisschen lang geworden. Und ich hoffe mal, es ist interessant. Aber das ist echt OP. Das ist zu heftig. Naja. Ciao, ciao.